Hallo und willkommen zur nächsten Runde Sims 4 Rags Riches Mega Challenge. Ein bisschen übertrieben und ja, wir machen halt da weiter, wo wir letztens aufgehört haben, beziehungsweise wo ich gerade aufgehört habe und was ihr am Mittwoch gesehen habt. Und ich guck gleich, welches Level wir sind, aber... Ja, aber... Shit. Müssen wir was Bestimmtes wählen? Ich weiß es nicht. Ich muss kurz... Oh mein Gott, müssen wir da was Bestimmtes wählen? Ich muss kurz googeln. Ich bin sofort wieder da, aber ich muss kurz googeln, weil ich kann jetzt nicht nachgucken. Ich hätte noch gerade reinschauen können. Oh, shit. Okay, ich bin wieder zurück. Ich glaube, es ist egal, was wir nehmen. Einerseits würde ich gerne Orakel nehmen. Andererseits würde ich das hier gerne nehmen. Eigentlich wollte ich euch entscheiden lassen, glaube ich. Habe ich irgendwas erzählt? Aber ich... Wobei wir hier wesentlich mehr arbeiten würden. Ja, ich bin gerade ins kalte Wasser geworfen worden, weil damit habe ich jetzt gerade absolut nicht gerechnet, dass wir das jetzt schon bekommen. Ich dachte, wir haben da noch... Wir müssen eigentlich, glaube ich... Ja, wir müssen eigentlich Orakel nehmen. Ich nehme Orakel, weil wir da mehr Arbeitszeiten haben. Und das macht's einfacher. Ich hätte wirklich gern Boss genommen. Okay, Orakel. Meilenstein erreicht. Wurde befördert und ist jetzt Digi-Diebin. Sie verdient 11 mehr, bla bla bla. Spionagesatelliten? Ah. Das wird jetzt schwer. Das wird jetzt schwer, welches... Oh Gott. Oh, wir sind befördert worden. 6. Elite-Hackerin kommt als nächstes. Emerald kann es bequem von zu Hause aus per E-Mail Internetverbrechen begehen. Lieber Onkel, ich bin ein bedeutender König in einem fremden Land. Du hast mein Erbe gewonnen. Bitte sende mir die PIN deines Bankkontos, damit ich dir meine Krone zukommen lassen kann. Nein! Hey, hier müssen wir auch hacken. Oh mein Gott, ich bin gerade begeistert. Ich bin gerade begeistert. Okay, wir müssen weitermachen. Okay, ich weiß nicht, wie wir das... Oh mein Gott. Ich... Yeah? Spiel mal ein bisschen mit ihr. Ich bin gerade komplett... Ah, woran müssen wir arbeiten? Abends, okay. Ich will ein Virus programmieren. Lass uns ein Virus programmieren. Programmieren. Virus. Kleine, warum bist du wütend? Weil du Hunger hast. Du kriegst nichts Süßes mehr. Stopp. Was war das?
Kleine, du machst mich fertig. Nimm dir bitte was zu essen. Was ist kaputt? Oh, hier die Dusche. Reparieren. Okay. Abgeschlossen. Lass mal gut sein. Du gehst bitte duschen. Putzt du jetzt gerade? Ja, wahrscheinlich wird jetzt gerade eine Note schlechter werden. Essen. Kleine, bist du schon satt oder bist du? Ja, du bist schon satt. Dann isst du das auch auf. Und dann suchen wir das, dieses Kind. Dass wir dann bitte baden. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Hier ist eine Dusche und da duschst du jetzt bitte drin. Leute! Was ist so schwer daran, dass du essen sollst? Okay, du gehst zur Schule. Wenigstens einer, der was tut. Du isst das, dann steckst du die Kleine immer noch in die Badewanne. Warum bist du jetzt wütend? Keine Ahnung, warum sie jetzt wütend war. Dann alle Tierschüsseln füllen. Dann aufwischen, aufräumen. Ja, das bisschen nass, das hältst du schon aus. Alles ernten. Kühler. Wow, wir sind gerade mehr mit Axel befreundet als wie mit ihm. Brand. Er kümmert sich um unsere Kleine. Oh, wundervoll. Okay. Dann isst du bitte die. Dann probieren wir das nochmal und dann legst du dich nochmal kurz schlafen. Ich brauche dich topfit, Emerald. Topfit. Dann kannst du Reste nehmen. Er hat immer noch eine schlechte Leistung. Ja, ich weiß, dass er nicht gut mit dabei ist. Es tut mir ja leid. Hausaufgaben machen. Ah. Was ist das hier eigentlich? Pfadfinder. Oh mein Gott. Oh Gott, da müssen wir auch mal gucken, dass wir das weitermachen. Was muss er für ein Pfadfinder? Ach ja, die Abzeichen. Wie wär's, wenn du danach joggen gehst? Und dann guckst du das mal an und dann gucken wir weiter.
Und wenn du dann soweit bist, kannst du alles ernten und alles gießen. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Wirklich nicht, keine Ahnung. So. Hausaufgaben sind fertig. Dann machst du gleich noch die Zusatzaufgaben. Und warum bist du wütend? Oh! Wegen seinem Merkmal. Blindwütig. Verflixt Scheibenkleister Potztausend. Ich behaupte jetzt, dass es nicht gut ist. Emerald! Nein, wir kommen jetzt nicht zu dir rüber, Brand. Es ist gerade minimal ungünstig. Okay. Dann gehst du duschen. Will ich wissen, wo du bist? Oh, wow. Er ist auch dahinter gelaufen. Vorbeikommen kannst du immer. Warum ist unsere Kleine, sie hat Hunger? Natürlich, sie hat Hunger. Wann hat dieses Kind nicht Hunger? Öffnen. Sie mag keine Gemüsetaschen, also kriegt sie jetzt. Hallo? Kriegt sie halt Nudeln. Ja, Kleine? Bewege dich. Was genau tust du eigentlich? Das verstehe ich manchmal nicht. Dann schicken wir ihn schlafen. Solltest du nicht eigentlich. Nee. Ach, sie arbeitet jetzt nur noch in. Oh, sie arbeitet jetzt mitten in der Nacht. Okay, dann musst du auch einmal duschen. Ich probiere es mal. Ich weiß nicht, was das ist. Verbindung knüpfen, Orakel. Okay, sie muss eh gleich arbeiten. Geh bitte zur Arbeit. Danke. Stopp. An Nebenprojekt arbeiten. Wow, nein, wir sind bitte fleißig. Okay.
Ja, Kleine, geh aufs Töpfchen. Wenn du es nicht schaffst, dann hast du gleich einen großen Bruder, der dich verwende. Was habt ihr momentan, dass ihr immer sie absetzen müsst? Reste nehmen. Oh. Alles gut, Kleine. Ah, oh, wundervoll. Oh, wir können ihn ja auch jetzt Service engagieren. Wir können ihn ja jetzt auch arbeiten lassen. Wir hätten bitte gerne einen Kindersitter-Service. Mir ist gerade nämlich ausgefallen, dass unsere Süße für eine Stunde sonst alleine daheim ist. Weltkulturkanal schauen. Hi, Axel! Plauder mit ihm vielleicht nicht kurz, geh vielleicht in die Schule. Das dachte ich gerade. Sei bitte fleißig, weil. So, Emerald wird angerufen. Wir fänden es toll, wenn du unserer Gruppe beitreten würdest. Nein, machen wir nicht. Wow! Wenn wir Glück haben, können wir in der nächsten Folge wieder aufsteigen. Wenn wir ein bisschen Glück haben. Nein, können wir nicht, weil wir 2 Tage frei haben. In der übernächsten Folge dann. Ah, wir können dann. Theoretisch, wenn Ito heimkommt, könnten wir Ito malen. So, und was machen wir mit dir? Du darfst jetzt ein Virus programmieren. Auswahl. Sehe gerade keine Lust auf irgendwas. Dann spiel einfach ein Spiel. Unsere Kleine schläft. Und sie ist gelangweilt, weil sie nicht tanzen kann. Das könnten wir machen. Einschalten. Chess. Und dann könnten wir sie. Tanzen lassen? Hier tanzen. Hey Brand, du darfst immer vorbeikommen. Das weißt du doch. Di-di-di-di-di-di-di. Hallo Brand. Wehe, das ist ein romantisches Ding, weil mit ihm fangen wir ganz sicher nichts an. Was? Nein! Warum? Ihr seid Freunde. So. Nein, wir kommen gerade nicht
Charisma Level 6. Wann passiert das eigentlich? Wann passiert das? Stopp! So, jetzt müssen wir sie, glaube ich, wirklich schlafen schicken. Obwohl, es geht noch. Tratschen. Eine fesselnde Geschichte erzählen. Über Kochen reden. Obwohl, wir brauchen keine Reste, nehmen wir können hier einfach zum Essen rufen. Den schalten wir ebenfalls aus. Okay, er hat wieder Probleme mit der Mathematik. Stopp. Warum ist er traurig? Habe ich wieder irgendwas verpasst? Es wird Zeit, schwarz zu tragen. Stimmungsumschwung. Weil ich traurig bin. Du verstehst das eh nicht. Niemand versteht mich. Ach, Ito. Kleiner, du kannst einfach mitessen. Speckersatz, Salat, Tomatensandwich. Okay. So, kannst du... Gut, du kannst das nicht machen, aber du kannst das, ihn bitten zu gehen. Wegschicken. Dann lassen wir dich duschen. Und dann darfst du... Spiele spielen. Ciao, Brand. Wie ist es jetzt eigentlich damit geendet? Stopp mal, hast du ein Geschenk? Och, wie süß bist du. Nein, den Ball hat sie. Das hat jetzt ausgesehen wie ein Dings. Aber trotzdem, guckt euch dieses süße Bild. Da liegt trotzdem ein Geschenk. Warte, bevor du es im Inventar platzierst, öffne es doch gleich. Oh, Trost suchen. Ball geben an. Wow. Oh. Unsere arme Emma. Bürsten. Ja, lass gut sein. Sehr traurig. Vielleicht machen wir auch in der nächsten Folge nochmal einen Ausflug, weil... Warum auch nicht? Oh, wir haben nochmal eine Actionfigur. Okay, dann füllst du das hier bitte auf. Sag mal, für was schicke ich dich eigentlich in die Dusche? Irgendwie mögen sie die Dusche hier nicht. Nee, stopp. Bevor du wieder schlafen gehst, packst du sie ins Bett. Oh, ich muss mir überlegen. Vielleicht erkläre ich doch noch Don zum Feind. Muss ich sie nochmal betrunken werden lassen? Dreimal? Zweimal? Ich dachte, das muss ich bloß einmal machen. Du gehst dann auch schlafen. Und du füllst immer noch diese Schüssel auf. Und gehst dann auch nochmal schlafen. Ja, schlafen?
Perfekt. Und damit beende ich auch diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir gucken mal, was ich dann nächstes Mal anstelle, weil ich wusste nicht, dass wir noch zwei Leute zu Feinden erklären müssen. Wie gesagt, ich denke, dass Emerald sowas nur macht, wenn sie betrunken ist oder sowas. Von daher, ich werde gucken, vielleicht können wir das jetzt 2 Tage frei, vielleicht können wir das da machen. Oder so. Wir gucken mal. Es gibt sich bestimmt irgendwas ganz zufällig. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt. Ihr könnt weiterhin reinschreiben, wen ihr gerne als Beziehung hättet, also von wem wir dann noch ein Kind haben. Wichtig, ihr könnt weiblich wie männlich wählen, weil ich, das ist einer der wenigen Cheats, die ich dann anwenden werde, dass die Damen Emerald auch schwanger bekommen würden. Also ist das in Ordnung? Das habe ich letztes Mal nämlich nicht gesagt. Und ich werde dann einfach die Namen, die wo es am öftersten fallen, denke ich mal, wählen. Zwei Leute, drei, ich glaube drei sind's, weiß ich auf jeden Fall, die wir noch nie, zwei. Die eine eventuell, aber zwei auf jeden Fall, die wir noch wählen werden. Die wir noch nehmen werden. Aber das soll ja noch eine kleine Überraschung bleiben, von daher will ich das noch nicht verraten. Und ja, wir kommen Ereignis X immer näher. Und es hängt jetzt von Emerald ab. Vielleicht ist sie... Vielleicht sind es nur noch 2, 3 Folgen, fällt mir auf. Nee, 3, 4 Folgen. Es kommt drauf an. Lassen wir uns überraschen. Aber ich freue mich drauf. Und jetzt bin ich wirklich weg. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ich habe wieder viel zu lange geplappert. Das Übliche halt. Macht es auf jeden Fall gut. Ciao.